Hinter mir sammeln sich jetzt hier die ersten Herren in leuchtendem Blau. Das ist das Repräsentationsorchester der polnischen Armee. Und ich denke, das trägt seinen Namen zurecht. Denn sehen Sie selbst, das Silber und Rot in Kontrast zu dem Blau, das hat schon was. Und ich glaube, es sind mit die schönsten Uniformen, die hier bei der diesjährigen Show zu sehen sind. Ja, und ich denke, dass uns der Dirigent, Oberleutnant Lewandowski, sagen kann, was es mit den Uniformen auf sich hat. Das sind historische Uniformen aus dem 18. Jahrhundert, erklärt er uns. Die werden heute aber nur noch bei ganz besonderen Anlässen wie diesen hier getragen. In Form und Farbe waren sie damals so speziell in Warschau üblich. Und nun zum Schluss verraten Sie mir noch das Geheimnis. Warum haben Sie so einen ungeheuren guten Drive in Ihrem Orchester? Wie machen Sie das? Das ist ein Verdienst der Zuschauer ganz speziell hier in Bremen. Das haben wir noch nicht erlebt, dass die Zuschauer so mitgehen. Ja, vielen Dank für das Kompliment an das Publikum. Und wir wollen das Publikum dann auch nicht länger warten lassen.
das sind unsere radelnden Holländer. Liebe Zuschauer, die sorgen immer für gute Unterhaltung und viel Spaß, nicht nur in der Halle, sondern auch hier hinter der Bühne. Aber vielleicht sind sie Zeugen einer Abschiedsvorstellung gewesen. Denn ein Militärorchester macht ja nicht nur Musik, es macht auch Kosten. Aber die öffentlichen Kassen sind auch in Holland leer. Das Militärorchester soll verkleinert und die radelnden Musiker eingespart werden. Schade, denn sie waren weltweit mit ihren Auftritten immer gute Botschafter ihres Landes. Das hätte eigentlich auch die Politiker überzeugen müssen, meint Commander de Witt. Der Minister, der ist nicht recht beeindruckt von den Sachen, die wir da nach vorne bringen. Das geht um Geld. Denn bringen Sie doch eine Kassette von der Musikschau mit, dass er sich das nochmal anguckt. Ob das hält, wir können es versuchen. Wir können nicht wissen. Und da die Chancen, sie wiederzusehen, gering sind, werden hier schon die Erinnerungsfotos gemacht.
In alle ist jetzt Pause und für uns die Gelegenheit, Ihnen einmal hier das neue riesige Foyer des AWD-Doms zu zeigen. Wir fahren jetzt hier mit der Rolltreppe in den dritten Stock. Und wenn man hier so runterguckt, ich muss gestehen, also das ist nichts für Leute mit Höhenangst. Und auf den Ebenen haben wieder die Orchester ihre Stände aufgebaut, informieren über ihr Land in der Hoffnung, dass auch vielleicht mal der eine oder andere Musikschaubesucher als Tourist zu Ihnen kommt. Man kann natürlich auch Souvenirs kaufen oder CDs der Orchester. Hier zum Beispiel der Stand des Marinekorps Nordsee. Und hier steht das schönste Geschenk, unsere Musik auf CD und MC. Das mag ja so sein. Wir empfehlen allerdings einen Stand weiter. Der Stand des Volksbundes. Und da gibt es alles zu haben, was das Herz des Musikschau-Fans höher schlagen lässt. Natürlich auch Videokassetten. Auch die Klassiker aus den Vorjahren sind wieder zu haben. Und wenn Sie die Video-CD oder die DVD der jetzigen Schau haben wollen, die können Sie natürlich jetzt schon bestellen. Unter dieser Telefonnummer können Sie Ihre Bestellung aufgeben. Und wenn Sie nicht so schnell sind, kein Problem. Wir zeigen Sie noch mal am Ende der Sendung.
Wir sind jetzt im Foyer und haben einen Mann mit einer Steelpan entdeckt, der Lust macht auf das, was man hier auf dem Plakat sieht, nämlich Sonne, Meer und Strand. Wir sind nämlich hier am Informationsstand des Orchesters von den Bermudas. Und die haben mir nicht nur ihre Bermuda-Shorts mitgebracht, sondern ganz wichtig auch das Nationalgetränk Dark and Stormy, eine Mischung aus Rum und dunklem Bier, die auch schon mal selbst gerne getrunken wird. Denn auf den Bermudas ist gut lustig sein. Angeblich zahlt man nämlich gar keine Steuern. Das wollen wir natürlich jetzt mal wissen. Es gibt keine Einkommensteuer auf Bermuda. Wir leben in einer Wunderwelt von Sommer, Sonne und Spaß. I can't believe it. Ja, und Dark und Stormy wird jetzt hier inzwischen auch getestet. Und was sagt das Bermuda-Feeling? Ausgezeichnet. Ist ausgezeichnet. Und wann wollen Sie auf die Bermudas? Am liebsten morgen, aber leider kein Geld. Ja, liebe Zuschauer, man mag es in diesen Zeiten ja gar nicht sagen. Uns geht es da etwas besser. Wir sind nämlich eingeladen vom Orchester, auch einmal über das Orchester auf der Insel zu berichten. Und Sie können sich vorstellen, wie schnell wir am Flughafen waren. Und tatsächlich, auf der Insel ist der Empfang mehr als freundlich. Es gibt gleich nicht enden wollende Liebesgrüße von Johnny Barnes, einem pensionierten Busfahrer, der hier jeden Morgen alle Vorüberkommenden begrüßt. Dann der erste Blick auf Hamilton, die Hauptstadt von Bermuda. Die Insel ist etwa so groß wie Sylt und die Hauptstraße kaum geschäftiger als in einer deutschen Kleinstadt. Nur, dass hier auch Geschäftsleute ungeniert kniefrei laufen und alles einen entspannten, fast lässigen Eindruck macht. Dabei werden hier täglich Milliarden bewegt. Weltweite Banken und Konzerne haben auf Bermuda ihren steuergünstigen Auslandssitz. Hier zum Beispiel residieren amerikanische Rückversicherer. Und da Bauland knapp und auf der Insel nicht höher gebaut werden darf als 4 Geschosse, residiert selbst in der kleinsten Hütte noch ein großer Konzern, der von hier aus seine internationalen Kapitalströme unter der Obhut einer bürgerfreundlichen Obrigkeit dirigiert. Wir fahren weiter nach St. George, wo wir die Band des Bermuda Regiment treffen wollen. Hier versammeln sich schon die geladenen Gäste vom Rathaus und auch die Zaungäste werden vom Stadtherold begrüßt. Good morning to everybody. Good morning. Alles wartet auf die berühmte alljährliche Pfefferkornzeremonie. Da sind auch unsere Gastgeber, die Band des Bermuda Regiment, im offiziellen Einsatz. Und jetzt wird auch die Prominenz angekündigt. Herr Governor of Bermuda! Der Gouverneur, denn Bermuda ist immer noch englische Kronkolonie, der jetzt gleich die Miete für das der Krone gehörende älteste Steinhaus der Stadt einfordern wird. Ich fordere die Zahlung der jährlichen Miete in Höhe von 1 Pfefferkorn. Die Zeremonie erinnert an die Geschichte der einst öden, sandigen Insel, die zunächst im 16. Jahrhundert von Spaniern entdeckt und dann von gestrandeten Engländern in Besitz genommen und aufgebaut wurde.
Die glückliche Mieterin ist eine schottische Freimaurerloge, die das Haus schon seit Ewigkeiten nutzt. So billig ist auf der Insel sonst nichts zu bekommen. Die Mieten sind in astronomischen Höhen und die Lebenshaltungskosten nicht minder. Für die Mitarbeiter der großen Konzerne ist das bei steuerfreiem Einkommen kein wirkliches Problem. Und für die zweite Säule der Wirtschaft auf Bermuda auch nicht, dem Tourismus. Im Hafen liegen immer ein paar Kreuzfahrer und die betuchten Passagiere wollen dann das sehen, mit dem auch schon die Bermuda-Plakate in Bremen lockten. Sonne, Sand und Meer. Und davon hat Bermuda und seine unzähligen kleinen Nebeninseln mehr als genug zu bieten. Hier gleich hinterm Strand liegt auch das Hauptquartier des Bermuda Regiment. Die Band wartet aber schon am Hafen auf ihren Abmarsch nach Bremen.
Ja, es lässt sich nicht vermeiden, liebe Zuschauer. Auch diese Musikshow geht einmal ihrem Ende entgegen. Die Akteure für das gemeinsame Finale warten hier schon auf ihren Einsatz. Ich hoffe, es hat Ihnen bis hierher gefallen und vielleicht ist ja auch die Idee der Musikschau ein wenig deutlich geworden, nämlich Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Nationen über die Musik hier für ein paar Tage zu einer Gemeinschaft zusammenzuführen. Und wenn Sie einmal selbst dabei sein möchten, sicher gerne. Die Musikschau 2006 ist schon geplant, wie immer am letzten Januarwochenende hier im AWD-Dom Bremen. Ich möchte mich jetzt schon von Ihnen verabschieden, damit Sie das Finale ungestört genießen können. Also, ich bedanke mich für Ihr Interesse, machen Sie es gut und nun viel Spaß beim Finale.